Hier! Wirf! Fang! Hab ihn! Der Ball gehört mir! Hier! Oh, wow! Das ist verrückt! Mein Kopf! Nicht dein bester Wurf! Das war lustig! Brauchst du Hilfe? Jax, du bist so nett! Die Glocke! Ich muss los! Au! Oh Mann! Meine Geburtstagsparty wird legendär! Oh, hey! Bitte komm! Danke, Jax! Du bist so nett! Chippy, chippy, chappa, chappa! Pomni, du bist der größte Tollpatsch aller Zeiten! Au, mein Kopf! Wie auch immer. Hier. Eine Party? Ich werde auf jeden Fall da sein. Na dann, wir sehen uns. Aber ich kann noch nicht so hängen gehen. Bleib cool. Ich helfe dir. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hör auf zu weinen. Wir schaffen das schon. Das schaffen wir doch nie. Es hat keinen Sinn. Oh, wo kommt dieser Tisch her? Hier ist Micellenwasser. Entferner-Make-up. Na gut. Oh, das macht aber Spaß. Ich liebe Seifenblasen. Das hat Spaß gemacht. Die Schminke ist ab. Sehr gut. Der erste Schritt des Plans ist getan. Der nächste Schritt ist Glam. Foundation. Lidschatten. Eyeliner. Glitzer. Das Unterlid. Etwas Glitzer in den inneren Augenwinkeln. Die Wimpern. Und fertig. Ich habe Hunger. Tada! Ich kann auch meine Lippen damit machen. Nein. Nein. Okay. Dann nehmen Lippenstift. Ich bin fertig. Zeit für die Haare. Mal sehen. Nein. Nein. Das gefällt mir. Das ist meine Wahl. Toll. Hier sind Bänder für Schleifen. Wow. Ich ziehe meine Handschuhe aus und fange an zu basteln. Schneide das Band ab und mache einen Ring. Verbinde ihn in der Mitte. Mache zwei Schleifen und füge sie zusammen. Befestige sie mit einer Haarnadel. Und fertig. Wow. Weiter geht's. Ich mache Zöpfe. Und füge Haarnadeln hinzu. Fabelhaft. Ich habe etwas Leckeres. Jax, mein Schatz. Der Tag wird kommen. Pomni, willst du mich heiraten? Natürlich, Jax. Ich bin so glücklich. All meine Träume sind wahr geworden. Oh, Jax. Ups, du hast den Test bestanden. Ein Oberteil? Woher bekomme ich eins? Warum schreist du so? Ich hab's im Griff. Cool. Oh, sieht hammermäßig aus. Aber was mache ich mit dem Rock? Der taugt nichts. Ich werde in meinen Sachen wühlen. Nee. Hey. Bloß nicht. Puh. Warum ist da ein Rettungsring? Es reicht. Das war's. Es gibt nichts für mich. Nicht weinen, Pomni. Danke. Wir finden schon einen Ausweg. Glaub mir. Schau mal. Such in den Schreibtischschubladen. Oh, peinlich. Diesen Rock könnten wir verschönern. Ich werde ihn mit Bändern aufpeppen.
Sorry, Pomni. Deine Ohrringe. Oh nein. Ich weiß, wie wir ein neues Paar machen können. Ich werde einen flachen Kreis aus Fimo formen. Ich suche Farben aus. Das ist ein Pinsel. Wir können das Design auftragen. Ohrringhaken anbringen. Und schon sind die Ohrringe fertig. Wunderschön. Habe ich es wirklich geschafft? Glam, check. Haare, check. Outfit, check. Alle Accessoires sind an ihrem Platz. Ein Geburtstagsgeschenk, check. Agatha, beeil dich. Das ist faszinierend. So viele Gäste. Wie sieht die denn aus? Jax, wo ist der? Hey, Leute. Jax, er ist gekommen. Warte. Oh Gott. Ich wäre fast gefallen. Jax, ich hab dich. Entspann dich. Oh, Jax ist bis über beide Ohren verliebt. Ein Tanz? Gerne. Diesmal wird es echt sein. Nein, nur über meine Leiche. Was ist passiert? Hilfe! Das ist alles nur wegen dir, du! Ich will Pony zurück. Da musst du erst an mir vorbei. Nimm das! Okay, ich gebe auf. Oh oh, was für eine Überraschung. Der digitale Zirkus hat ein Problem. Chippy, chippy, chappa, chappa. Kane? Oh nein, was ist mit dir passiert? Heilige Zirkusgötter. What? Ich wurde getötet von... Oh, Kane. Der Mörder ist... Wer? Nein! Oh nein, Kane! Ruhe in Frieden! Ich bin geschockt! Lass mich los! Ich muss das tun! Hört mal! Seit Kane tot ist, können wir alle den Zirkus verlassen. Niemand geht, bevor wir den Mörder gefunden haben. Und wenn du ihn umgebracht hast... Was? Nein! Okay, lass uns gehen. Du bist es! Du bist die Mörderin! Alle sagen, dass sie es ist! Du bist es! Ich bin Pomni, die beste Detektivin im unglaublichen digitalen Zirkus. Siehst du? Das ist der Tatort. Ich suche nach Beweisen. Ein Messer? Nein. Aha, was ist das? Es ist ein Puschelschwänzchen. Du warst es. Du? Du! Du hast ihn getötet. Ja, das ist meiner. Warte. Angeklagter, setz dich. Oh, muss ich? Ja, rühr dich nicht vom Fleck. Schwöre, die Wahrheit zu sagen. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Sag uns alles. Okay. Ich habe mit der schwersten Hantel der Welt mit einem Arm trainiert. Und mit dem anderen Arm einen neuen Gitarrensong gelernt. Sogar mein Spiegelbild war beeindruckt. Jedenfalls war ich total begeistert. Dann hörte ich einen Schrei. Mein Spiegelbild hat sich erschrocken. Aber ich nicht. Ich wusste genau, was ich tun musste.
Sei ein Mann, spuck einen Zahnstocher aus und rette Ragatha. Oh, was für ein Kerl. Ich drehte mich zu Kofmo und sagte... Du bist ein Superheld. Ragatha warf sich in meine Arme. Und ich gab ihr eine Blume. Er ist so cool. Nein, so ist es nicht passiert. Es war genau das Gegenteil. Du lügst. Warte mal kurz. So ist es passiert. Jax hatte so viel Angst vor Kofmo, dass es peinlich wurde. Also ist er abgehauen. Ja, ich bin geflohen. Dabei habe ich anscheinend meinen Puschelschwanz verloren. Nicht das Gesicht. Nicht schuldig. Außerdem habe ich gesehen, wie Ragatha mit einem Messer in der Hand auf Kane losgegangen ist. Oh ja, das Messer ist die Mordwaffe. Was hast du an dem Tag gemacht, als Kane getötet wurde? Hör auf mich zu blenden. Okay, ich kann es erklären. Hier, wie wird man eine Meerjungfrau-Checkliste? Was? Ups. Hier, eine Liste der Lebensmittel, gegen die ich allergisch bin. Ah, ja. Und? Okay, also hör zu. Jax aus Pommes. Ich war am Verhungern. Tommy hat einen Cheeseburger gegessen. Und ich hatte nichts. Verdammt. In diesem Moment fing Kane an, mich mit Nuggets zu ärgern. Es roch so gut. Was hat Ragatha vor? Aber er hat alles selbst gegessen. Ich habe ein Messer genommen und bin ihm nach. Was ist? Meine Lieblingspizza. Schmeckt super. Ich habe jeden Bissen genossen. Kein Mord. Das kaufe ich dir nicht ab. Okay, hier ist der Beweis. Meine Allergien. Ziemlich überzeugend. Nicht schuldig. Na schön. Da es nicht Ragatha ist oder Jax, wer ist dann der Mörder? Zubel! Hey, warum so eilig? Setz dich. Ich will alles wissen. Okay, ich sag's dir. Und? Okay. Komm schon, rede. Ich weiß, wer Kane getötet hat. Es war... Ja? Was? Du warst es! Du! Nein, du! Wo ist deine Bommel? Hier ist sie, mitten am Tatort. Pony wird beschuldigt. Ich will wissen, was passiert ist. Blöder Stab. Oh oh, ich wette, ich habe ihn zerbrochen. Das ist schlimm, wirklich schlimm. Ich muss ihn reparieren. Und wie? Nein, das nicht. Immer noch nicht. Oh, das ist perfekt. Der Stab ist brandneu. So, keiner wird es merken. Was? Schon wieder? Ich beobachte dich. Ich sehe alles. Du, wag es nicht zu fallen. Steh auf. Ich bin unschuldig. Ja, es stimmt. Sie ist unschuldig. Was soll ich also tun? Kane ist tot.
Er war doch noch so jung. Kane, warum hast du uns verlassen? Oh ja. Zubin? Wurde ihr nicht vor 5 Minuten der Kopf abgedreht? Ja. Nein, nein, nein. Was macht ihr da? Das ist eine Fälschung. Ich habe euch einen richtig guten Streich gespielt. Das war abgefahren. Mit dir fangen wir an. Du warst es. Ich habe mich kaum erschrocken. Und du? Ich? Es war nicht die Pizzasauce. Ich meine, ich hab dir geglaubt. Und was ist mit mir? Erinnerst du dich an diesen Handschuh? Oh, ja. Und was ist mit Zubin? Das war einfach. Zubin hat herausgefunden, dass ich lebendig bin und wollte euch die Wahrheit sagen. Also habe ich ihr den Kopf abgeschlagen. Und habe ihn mit Ketchup bestrichen. Ein weiteres lustiges Abenteuer in meinem unglaublichen digitalen Zirkus. Das ist nicht lustig. Eine Tür. Wo willst du hin? Nicht. Ein guter Zirkuccino. Heiliger Schock. Da ist jemand ins Leere gefallen. Es reicht. Zeit zurückzugehen. Du solltest dich nicht mit dem Chaos anlegen. Ich muss gleich kotzen. Ich habe keinen Hunger mehr. Ich will nach Hause. Zu Mom und Dad. Vergiss es. Wir sind jetzt eine neue Familie. Was? Nein, nein, nein. So ist es besser. Oh nein! Meine armen Ohren! Stimmt, ich habe ja keine. Okay, gut. Halt die Klappe. Wenn dieses Video 20.000 Likes bekommt, lasse ich dich raus. Yippie! Wahnsinn! Ja, ich kann nichts mehr hören. Yay! Wie leichtgläubig. Ich weiß ganz genau, dass es keine 20.000 Likes geben wird. Sie werden für immer hier bleiben und tun, was ich ihnen sage. Was? Ich werde es liken. Vielen Dank. Also, ciao. Ich fange an. Aha, das ist nicht meine Tür. Bagata, du bist dran. Los, Puppe. Ganz ruhig. Du schaffst das. Schau nicht hin. Geh! Jagata! Schätzchen! Ich habe eine winzig kleine Challenge für dich. Du musst alle Teile von Zubin finden und sie zusammensetzen. Du hast dafür 60 Sekunden Zeit. Was? Bye! Verdammt! Der Freak ist überall verteilt? Wo sind seine Körperteile? Okay, reiß dich zusammen. Du schaffst das. Ich muss schnell handeln. Da! Das wird das Bein sein. Ich hab's! Das wird nicht reichen. Wo ist der Rest? Der Körper. Hier ist er. Ich komme nicht ran. Wow, ein Trampolin. Ich hüpfe höher. Ja, es hat geklappt. Okay, ich lege die Beine zurück. Cool. Oh nein, die Zeit. Luftballon, stopp! Gib mir den Kopf! Ich flehe dich an! Das ist meiner! Ja, wer sagt's denn? Alle Teile von Zubin sind an ihrem Platz. Oh, ich verschwinde! Ich hab's geschafft! Hier ist der Ausgang. Rutsch rüber! Ich bin soweit. Willkommen, Jax. Das wird deine eigene Challenge. Ich bin vorbereitet. Was soll ich tun? Na dann, ciao. Mamma mia. Pizza, Pasta, Lamborghini. Oh,
Entschuldige. Bellissimo. Frappuccino. Perfetto. Setz dich hin. Das Essen wird bellissimo sein. Wow. Mit Kräutern aufpeppen. Oh, bella amor. Lecker, lecker. Und der Hausgang. Kaninchen. Ich verschwinde. Oh, oh, oh. Mi amor. Wir brauchen Sahnesoße. Na, na, na. Du bleibst hier. Oh, oh. Rabbito mio. Was ist hier los? Stopp. Sieh mal, was ich hier habe. Nein, nein. Oh, nein. Peng. Oh, mio bambino. Und noch mehr. Ein ausgezeichnetes Sandwich. Diese Folter bricht mein Herz. Ja, gewonnen. Au. Ich bin cool. Egal, was passiert. Oh, meine Tür. Klopf, klopf. Ist jemand zu Hause? Ich sagte, ist jemand zu Hause? Autsch. Ich komme hier nie raus. Wer ist das? Ah, lass mich rein. Bitte. So ein Mist. Oh, Mann. Au. Macht es dir was aus? Autsch. Oh, du bist hier. Toll. Du bist Pomni. Ja, sehr gut. Mal sehen, wovor du Angst hast. Oh, nein, nein, nein. Ladies and Gentlemen, ihr werdet gleich Zeuge der Schlacht des Jahrhunderts. Mann sitzt in der rechten Ecke. Hey, Schätzchen. Mom! Und Dad in der linken Ecke. Hey! Daddy! Dad, der Kampf geht los! Runde 1! Oh nein, bitte nicht! Was hast du für ein Problem? Was ist dein Problem, du Kontrollfreak? Hört auf, bitte! Das brauchen wir! Liebesseifenblasen! Oh, Schätzchen. Oh, mein Schatz. Ich liebe dich. Ich hab euch auch lieb. Wo seid ihr? Das ist ungerecht. Da ist die Tür. Radata, hast du meinen Bizeps gesehen? Hey, Pomni, du hast es geschafft. Gut gemacht. Ich bin so glücklich. Die Tür. Da geht's raus. Halt. Wo wollt ihr hin? Vergesst den Ausgang. Das bedeutet, dass sie hier bleiben werden. Ladies, ich kümmere mich um ihn. Ja. Was ist passiert? Es ist ein neues Abenteuer. Ein Tanzbattle. Leute. Wackelt mit den Hüften. Hey, schaut mal. Sollen wir das nachmachen? Ich kann nicht mehr. Reicht das? Nein, die Show muss weitergehen. Hier ist die neue Challenge. Hilfe! Ich stecke fest. Was macht ihr denn da? Ich hab hier das Sagen. Ihr werdet tun, was ich sage.
Mein Zirkus, meine Regeln. Du Freak, du hast ja Wahnvorstellungen. Oh, Puppe, versteck mich. Puh, ich kann nicht mehr mithalten. Ihr könnt euch nicht verstecken. Dummes Häschen. Jax, wo ist der? Du bist als Nächster dran. Pommy, pass auf. Nein! Hilfe! Keiner wird dich retten. Run. Hey du! Ah! Genau! Mein Tablet! Pommy! Hey! Früher war es deins, jetzt ist es meins. So hässlich. Oh, meine Zeichnung. Gib sie her. Gib sie zurück. Sie gehört mir. Fang. Willst du sie zurückhaben? Das wird nicht funktionieren. Gib sie her. Meinst du diese Zeichnung? Nee, das wirst du bereuen. Mach meine Arbeit nicht kaputt. Was hast du getan? Loser, mit deiner dämlichen Mütze. Kinder zu schikanieren geht gar nicht. Nimm das. Und du auch. Er hat sich in die Hose gemacht. Bye. Was ist mit meiner Skizze? Die kann ich vergessen. Ganz ruhig. Ich bring das schon in Ordnung. Wow, cool. Ich kann nicht glauben, dass mein Traum bald wahr wird. Sollen wir? Ja. Als erstes musst du die Skizze auf Pappe übertragen. Gut. Schneide sie aus. Das ist nichts für Kinder. Warum nicht? Du kannst mit der neuen Puppe spielen. Wow! An die Arbeit! Wir müssen nur den Überschuss loswerden. Tada! Der Umriss ist ausgeschnitten. Check! Deine Mütze muss angepasst werden. Oh, stimmt! Lass uns eine Mütze basteln. Gib mir einen Pinsel. Hier. Und Kleber. Da. Nein, nein. Na gut. Hier ist dein Kleber. Danke. Ich trage Kleber auf die Ränder auf. Und befestige eine Schicht Schaumgummi. Ich wickle den roten Stoff. Und befestige es mit einem Tacker. Das fängt schon mal gut an. Als nächstes füge ich die restlichen Teile hinzu. Und jetzt haben wir eine süße Mütze. Ich habe einen Nierenstreifen gefunden. Her damit! Los! Ich brauche sie. Na gut. Ich befestige den Streifen dort, wo die Teile verbunden sind. Licht an! Fabelhaft! Ja! Der zweite Teil des Plans ist fertig. Lass uns weitermachen. Das hätte ich fast vergessen. Es wird Zeit, dass ich mir die Nase pudere. Ich habe eine Idee. Die Papp-Pommy könnte auch etwas Schminke vertragen. Es funktioniert nicht. Soll ich Farbe benutzen? Du bist ein Genie. Nimm Gesichtspuder. Danke. Ich bin süß, oder? Die Rolle wird nicht reichen. Ich brauche eine andere. Diese hier ist auch nicht gut. Womit soll ich streichen? Taugt diese Farbdose etwas? Ich will doch nur einen anständigen Pinsel. Endlich! So, ich bin fertig. Als nächstes füge ich runde Augen hinzu. Umrisse mit deinem Marker zeichnen. Und jetzt bist du dran. Bereit?
Ja. Eins. Und zwei. Gut gemacht. Warte, ich habe eine Überraschung. Aus Luftballons können wir Augen machen. Das sieht lustig aus. Nee, das ist zu viel. Streng mich nicht so an. Es gibt eine bessere Methode. Lass uns einen Staubsauger benutzen. Oh, das wird so cool sein. Und noch einer. Nummer zwei. Als nächstes färben wir die Augen. Ich zeichne die Pupille und male sie mit Markern aus. Den Rest malst du weiß an. Fertig! Die Augen sind jetzt da, wo sie hingehören. Ich habe Glühbirnen gefunden. Aha. Tolle Idee! Augen, check! Oh, warte, wir haben etwas vergessen. Und was? Hab Geduld. Das wirst du gleich sehen. Ich brauche mehr Neonlichter. Etwas ist im Weg. Es ist Kane. Hier bin ich. Hast du mich vermisst? Nein, wir wollen dich nicht sehen. Ups, ein Staubsauger. Ich schalte ihn ein. Das geschieht dir recht, Kane. Wir sind fertig mit ihm. Oh oh, mit dem Staubsauger stimmt was nicht. Oh nein, versteck dich. Ich werde mich unter der Decke verstecken. Überraschung. Oh, du kannst dich nicht von mir verstecken. Hm. Ha? Wo sind denn alle? Kane? Hm. Hier ist keiner. Ups. Hm. Ist hier jemand? Nee, unglaublich. Sie sind entkommen. Ich muss woanders suchen. Wehe, du kommst zurück, du Irrer. Wir müssen es ihm heimzahlen. Stimmt. Wir stellen ihm eine Falle. Wir stellen eine Kiste mit Federn direkt über die Tür. Das wird so lustig. Negos vor der Tür verstreuen. Wir kleben auch die Tür zu. Schleim. Und Licht. Ja. Pap Pomni braucht noch Rouge. Es lag doch eine Dose Sprühfarbe herum. Aber wo? Oh, vielen Dank. Wow. Das Gesicht ist fertig. Hm? Was für ein Glück. Diese Decke habe ich gesucht. Ausschneiden. So, ich befestige sie. Und fertig. Tada! Die Frisur ist fertig. Ja! Frisur. Check. Das Hinzufügen der Hände wäre das Letzte, was zu tun wäre. Das wird einfach. Oh, da klopft jemand an die Tür. Ich werde denjenigen aufhalten. Du versteckst dich, ja? Oh nein. Hier bin ich. Ah. Eklig. Was ist das? Ah, meine Beine. Was ist das für ein Chaos hier? Auge um Auge. Ich werde dir deinen Pappkopf für immer ruinieren. Jede Menge Schokoladenaufstrich. Oh ja. Gut gemacht. Ich bin gespannt, wie sie da wieder rauskommen. Mein Kopf.
Oh Mann, was hat er getan? Pommy, wo geht's hier raus? Der Kane-Typ ist ein Psycho. Zum Glück können wir das irgendwie in Ordnung bringen. Lass uns alles aufsammeln. Jedes einzelne Stück Papier. Ich glaube, das war's. Wir haben's geschafft. Kane? Hi, komm mit mir. Was? Das war's, Kane. Du wirst dafür bezahlen, was du getan hast.